Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Hightech for Gamers mit dem Gamer-PC Extreme Far Cry V34 Design Azza Pyramid 804 RGB für 2599 Euro, runtergesetzt von 2799 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Zuerst vorweg, ich wollte eigentlich diesen hier machen, den Eraser Enforcer X10 für 6000 Euro, da gab es einen Artikel drüber, ist aber nicht mehr verfügbar. Nicht mehr lagernd, wurde wohl oft genug verkauft, leider. Ich zeige euch trotzdem kurz die Geizhalsliste und sage da nochmal kurz was zu. Also wie gesagt, der kostet 6000 Euro. Laut Geizhalsliste, wenn wir hier mal runter scrollen, kommen wir auf 2400, da kommt jetzt noch die Grafikkarte dazu. Bei der Grafikkarte war es so, dass die hier quasi zuletzt für ungefähr 2500 Euro gelistet war. Die war auch mal auf 2150 Euro. Und wenn wir das jetzt natürlich hier drauf rechnen, kommen wir so auf 5000. Das Ding sollte 6000 kosten. Eine Empfehlung war das rein preislich gesehen sowieso nicht. Dazu kommt bei dieser ganzen Geschichte, dass hier ein i9-13900K drin war mit einer 240er Wasserkühlung. Also beim Zocken vielleicht noch, dass es irgendwie klappt, sobald ihr rendert oder Videos schneidet oder streamt und gleichzeitig spielt, also wo der Prozessor auch belastet wird, hätte die nicht mehr ausgereicht. Es wäre sowieso keine Empfehlung geworden, also Spoiler vorweg, das Ding kommt dann sowieso nicht mehr, ist ja eh vergriffen. Das wäre jetzt eh nichts gewesen. Ne? Jetzt nur mal ganz grob dahingestellt. A zu teuer, B Wasserkühlung für den Arsch. Also kann man schon mal vergessen. Dann wurde mir aber im Discord noch dieser PC hier vorgeschlagen. Und der ist aktuell, der ist verfügbar, den kann man kaufen. Der ist auch in dieser Konfiguration noch da. Hier unten gibt es auch Bewertungen. Da gab es auch schon Version 7, Version 10, 23, 24, 28, 29. Und jetzt sind wir halt bei Version 34. Kommen wir immer erst zu dem Bild. Das Bild ist kompletter Fake. Diese RGB-Streifen, die da drin sind, werden nicht da drin sein. Sie sind zumindest nicht gelistet. Und wo wir auf jeden Fall sehen, dass es Fake ist, hier ist eine Wasserkühlung verbaut. Auch sehr schön, dass die unten verbaut ist mit den Schläuchen quasi, dass die Pumpe oben ist. Das heißt, die Pumpe wird euch verrecken. Es sei denn, wenn jetzt eine Wasserkühlung drin ist, wo die Pumpe im Radiator sitzt, da geht es. Hier bei dieser Wasserkühlung ist es aber so, dass die Pumpe halt oben in dem Pumpenkopf sitzt. Da wird dann Luft reingezogen. Dann geht die nach einem halben Jahr in die Fritten. Das ist halt einfach so. Ansonsten ist das Bild sowieso Fake, weil hier ist ein Luftkühler drin. Kommen wir zu dem Gehäuse. Das ist ein Azza Pyramid. Wenn wir hier oben genauer gucken, ist es ein Pyramid 804 RGB. Und da gibt es jetzt schon zwei Haken. Und zwar ist es so, hier wird angegeben, dass der CPU-Kühler maximal 80 mm Höhe haben darf und bei der Grafikkarte maximal 300 mm Länge. Als Luftkühler nehmen sie den Johnsbuch CR 2000 GT. Der hat eine Höhe von 160 mm, also 159 mm. Passt also rein theoretisch schon mal nicht. Dann dachte ich mir, okay, vielleicht ist das Listing irgendwie falsch bei Geizhals, guckst du mal bei Alternate und auch Alternate sagt CPU-Kühlerhöhe maximal 80 mm. Das heißt, rein technisch gesehen passt dieser Kühler sowieso nicht da rein, da muss man dann schon mit einer Wasserkühlung arbeiten und dann vielleicht eine von MSI, die Core Liquid oder so, wobei ich die jetzt auch nicht empfehlen würde, hatten wir viele Probleme in der Vergangenheit mit, aber die hat die Pumpe halt im Radiator und da könnte man das theoretisch so machen. Hier dieser Luftkühler, rein theoretisch passt der nicht, von den technischen Specs her. Und die Grafikkarte, die hier angegeben ist, hat eine Gesamtlänge von 329 mm. Im Listing dürfen wir aber maximal 300 mm haben. Das heißt, die Grafikkarte passt auch nicht. Ist natürlich dieser Form des Gehäuses geschuldet. Das ist ja so eine Pyramide, wie der Name ja schon sagt. Und ich weiß nicht, wie die das technisch realisieren wollen. Der Airflow in dem Ding wird auch nicht so geil sein. Vor allen Dingen, wenn sie unten keine Lüfter oder so einbauen. Die sind auch nicht gelistet. Das heißt, die haben wirklich nur diesen einen Lüfter hier oben und halt den CPU-Kühler. Aber sonst passiert in dem Gehäuse nichts. Also ich glaube nicht, dass es rein technisch gesehen überhaupt funktioniert. Ansonsten ist das natürlich ein Showcase. Wer das haben möchte, kauft sich das, baut da seine eigenen Klamotten rein. Fertig kaufen würde ich das sowieso nie. Ist sowieso schwierig mit dem Versand und so. Kann ich jetzt aber auch keine große Meinung drüber bilden, weil ich hatte es noch nie hier. Ist halt kein 0815-Gehäuse, sondern wirklich ein Showcase oder auch ein Benchcase, so nennt man das auch. Und das kostet auch stolze 236,99 € bei Alternate. Als Prozessor haben wir einen Intel Core i7-11700K. Der hat 8 Kerne, 16 Threads, 125 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR4 3200 MHz. Das ist, auch wenn es ein älterer Prozessor ist, eigentlich ein relativ guter Prozessor. Und 11700K kann man zum Zocken, Streamen und so weiter verwenden. Wir sind natürlich schon in der 13000er Serie. Das heißt, hier wird ältere Hardware quasi, ja nicht verramscht, sonst wäre der Preis anders,
aber es wird alte Hardware genommen und halt für teuer Geld verkauft. So ist es halt einfach. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, es ist ein guter Prozessor. Da kann ich jetzt nicht großartig meckern, aber es geht für den Preis schon deutlich aktueller, sehen wir auch gleich noch. Und er kostet 326,26 € bei Mindfactory. CPU-Kühlung, da sind wir auch schon beim Thema. Johnsbo CR2000 GT, die sagen hier selber TDP von 200 Watt. Leider ist es bei Geiz halt so nicht gelistet mit den 200 Watt TDP. Wenn die 200 Watt stimmen, reicht das für den Prozessor natürlich. Ich denke, der reicht auch allgemein. 125 Watt TDP geht schon irgendwie klar. Eine Wasserkühlung wäre natürlich deutlich besser. Oder noch ein größerer Kühler, wie zum Beispiel ein Darkhawk 4 Pro oder so. Der wird aber zum Zocken und so ausreichen. Klar, es geht besser. Ich kenne die Marke jetzt auch so nicht. Habe ich jetzt zwar schon öfters gelesen, hatte ich aber noch nie hier in dem Fall. Der wird hoffentlich schon ausreichen. Und der kostet 47,72 € bei Mindfactory. Das Motherboard ist ein Asus TUF Gaming Z590 Plus Wi-Fi. Das ist ein Full ATX Board mit gekühlten Spannungswandlern, 4 RAM-Bänke, das heißt, ich könnte später noch erweitern. Hier kann eine SSD verbaut werden, hier unten können noch 2 weitere SSDs verbaut werden. Hier kommt die Grafikkarte rein und hier habt ihr die Erweiterungsslots, wie zum Beispiel für eine Capture Card oder eine WLAN-Karte, was ihr jetzt in dem Fall nicht braucht. Das Board hat WLAN. Eine USB-Erweiterungskarte zum Beispiel ginge dann auch. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit Toslink, WLAN, Bluetooth, Netzwerkanschluss, 2x USB 3.1, USB Typ C ist mit dabei, 2x USB 3.0, DisplayPort, HDMI werdet ihr hier sowieso nicht benutzen, weil ihr habt ja sowieso eine Grafikkarte und der Prozessor kann es auch nicht, ist halt ein KF-Prozessor. Das F bedeutet, dass der keine integrierte Grafikeinheit hat. Ihr müsst das Bild sowieso über die Grafikkarte ziehen. 2x USB 2.0 und PS2-Anschluss. Ich hatte gerade gesehen, bei der ersten Übersicht hatte ich noch den K-Prozessor, ich habe den jetzt zu dem KF gewechselt und habe den auch in der Geizhalsliste so eingetragen, nur zur Info. Das ist ein gutes Board, allerdings mit dem Sockel 1200. Wir sind jetzt bei Sockel 1700, vor allen Dingen bei der 12.000er und 13.000er Generation. Das heißt, die neuen Prozessoren könnt ihr auf dem Board schon gar nicht benutzen. Ihr könntet da jetzt noch ein 11.900 zum Beispiel draufschmeißen, das ginge noch. Aber wie gesagt, die aktuellen Intels passen da schon nicht mehr drauf. Ansonsten ist es wirklich ein gutes Board. Und das kostet 205,99 € bei Völkner. Bei dem Speicher handelt es sich um Kingston Fury Beast RGB DIMMKit 32 GB DDR4 3200 CL16 2020. Man sieht hier 4 Stück, es sind allerdings nur 2. Hier steht auch Module 2x16 GB. Bei den 3200 MHz halten sie sich natürlich an die Spezifikation von Intel. Man könnte auch 3600 MHz RAM nehmen, habt dann noch ein paar FPS mehr. Ansonsten 32 GB passt soweit, RGB-Beleuchtung ist auch guter RAM, hatten wir bisher keine Probleme mit, ist schon in Ordnung. Und der kostet 113,39 € bei Mindfactory. Die Grafikkarte ist eine KFA 2 GeForce RTX 3080 SGOC 10 GB. Wie gesagt, allein von den Specs mit der Länge passt die sowieso nicht in das Case rein. Wir nehmen sie jetzt aber natürlich trotzdem mit, weil sie drin steht. Eine 3080 ist eine gute Grafikkarte, habe ich auch. Ich habe zwar eine Gigabyte, aber das ist völlig wurscht. Damit könnt ihr auf jeden Fall in WQAD gut zocken. Für 4K sollte man vielleicht noch etwas Stärkeres nehmen, kommt aber auch darauf an, wie viel FPS ihr haben wollt. Kommt auch auf die Texturqualität an und das Spiel an, ganz klar. Ist aber wirklich eine gute Grafikkarte. FPS-Test dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Und die kostet 885,70 € bei ETEC.at. Das ist jetzt ein österreichischer Anbieter. Ich weiß aber, ich habe viele Zuschauer aus Österreich, deswegen nehme ich das immer mit. In Deutschland würde so 1128 kosten. Ihr könnt aber auch Alternativen nehmen. Die 3080 kriegt ihr von jedem anderen Hersteller auch für um die 800, 850 Euro. Das Netzteil ist ein Seasonic B12 BC 850 Watt. Das hat 5 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Bronze zertifiziert und hat festes Kabelmanagement. Ja, ist jetzt nichts Besonderes. Ich hätte mir ein modulares Netzteil gewünscht, vielleicht sogar eins von BeQuiet, wo wir dann auch noch Gold-Zertifizierung haben und 10 Jahre Herstellergarantie. Das wäre in dem Preis noch alles mit drin gewesen. Das ist jetzt halt kein schlechtes Netzteil, aber es geht auf jeden Fall deutlich besser. 850 Watt reichen natürlich für das System völlig aus, könnt ihr hinterher auch noch eine 3080 Ti oder so reinschmeißen, wenn ihr das möchtet. Und das kostet 81,39 € bei Mindfactory. Die SSD ist eine Samsung SSD PM9A1 512 GB M.2. Das ist nichts anderes wie eine 980 Pro, nur als OEM. 512 GB ist halt sehr, sehr wenig. Ne? Also wenn ihr da jetzt wirklich noch Spiele mit drauf installieren wollt, wird es knapp. Hier ist zwar noch eine HDD mit dabei, dadurch habt ihr aber höhere Ladezeiten in Spielen. Vor allen Dingen bei GTA und so merkt man das. Hier könnt ihr jetzt natürlich GTA und Windows draufschmeißen, weil da ist das Ding auch irgendwann voll. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 6900 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 5000 MB die Sekunde. Wie gesagt, sauschnelle SSD. Warum es 512 GB sind, weiß ich nicht. Muss nicht sein. Hätte eine Terabyte sein können auf jeden Fall. Und die kostet 66,10 € bei Equipper. Die HDD ist eine Toshiba-Festplatte, 1 Terabyte. Warum sie da auch nur 1 Terabyte nehmen, weiß ich nicht. Das zieht sich aber durch viele Konfigurationen. Die packen da einfach 500 GB SSD-Speicher rein und 1 Terabyte HDD. Ihr müsst euch vorstellen, so eine HDD, die kostet jetzt hier in dem Fall 36 Euro. Und jeder weitere Terabyte kostet 15 Euro.
Da hätte ich zumindest irgendwie 4 Terabyte oder so erwartet, ne? Da hättet ihr einen Mehrpreis von ungefähr 50 Euro gehabt, hättet 4 Terabyte gehabt. Naja, so ist es jetzt leider. Also 1 Terabyte ist auf jeden Fall zu wenig, ist auch langsamer Speicher. Naja. Und die kostet 36,89 Euro bei Mindfactory. Blu-ray, DVD haben wir nicht, Schnittstellen haben wir eben drüber gesprochen, WLAN, Bluetooth natürlich auch mit dabei beim Board, Sound ist auch beim Board mit dabei, Software, da haben wir noch Windows 10 Professional. Ja, kann man machen. Ist sowieso kein Intel mit Performance oder Efficiency Cores oder so, das geht auf jeden Fall noch, könnte auch auf Windows 11 upgraden, überhaupt kein Thema. Also in Windows selbst müsst ihr nicht bei Hightech machen, das passt schon so. Und das kostet 26,80 Euro bei IT Hardpulse. Übrigens, jetzt gerade bei meinem Partner anstatt 30% 35% Rabatt mit meinem Code. Das ist jetzt gerade eine Aktion bis Ende November, dass ihr da Bescheid wisst. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die HDD, die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Pyramidengehäuse, das Netzteil und Windows. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 2.002,16 Euro. Das System soll kosten 2.599 Euro, runtergesetzt von 2.799 Euro. Über den Preis brauchen wir bei Hightech gar nicht reden. Die haben so viele Influencer und so an der Hand, die wollen alle bezahlt werden, dass die Systeme zu teuer sind. Ist, glaube ich, allen klar, die meine Videos verfolgen. Trotzdem scheinen irgendwelche Leute immer noch Sachen da zu kaufen. Ich weiß nicht warum, weil halt die Werbemaschine so anrollt, sonst gibt es den Laden halt nicht mehr. Ist auf jeden Fall zu teuer. Und ich habe jetzt spaßeshalber bei Dubaro nochmal schnell geguckt. Die haben tatsächlich in der Konstellation irgendwie nicht so viele Systeme. Also Nvidia-Grafikkarten sehr, sehr selten. Ihr kriegt bessere Intel-Prozessoren mit AMD-Karten, aber Nvidia ist, wie gesagt, sehr selten bei denen. Hier haben wir schon 12.600KF, der deutlich stärker ist als ein 11.700K. Und eine 3080 haben wir auch noch mit dabei, also was wir auch bei dem anderen System hatten. Nur 16 GB, könnte auf 32 hochmodeln, kostet dann vielleicht ein Huni extra, wenn überhaupt. Eine 2 TB SSD, ein MSI Pro Z690A, kann man mit dem anderen Board jetzt nicht vergleichen, ist aber auch aktueller. Dann haben wir hier ein 850 Watt Gigabyte Netzteil drin, ein Corsair 4000D Airflow. Klar, das ist nicht so fancy wie das Pyramidengehäuse, aber ein 4000D Airflow ist ein gutes Gehäuse, ist so. Könnt ihr in den Kommentaren auch gerne nochmal bestätigen. Und selbst hier haben wir schon eine Wasserkühlung mit dabei, eine 240er, für den 12.600KF auch völlig ausreichend. Und da seid ihr bei 2K. Ich habe das Ding jetzt nicht bei Geizhals durchgejallert, aber ich habe mal eben so geguckt, was die sonst so haben. Ne? Also erstmal schauen, wir machen jetzt mal ganz spontan Intel Gaming PCs. So, und dann scrollen wir hier ein bisschen runter. So, und schauen wir uns jetzt mal diesen hier an, der kostet 2,2. Ja, hat bei 12.700KF, der deutlich stärker ist als ein 11.700KF. Eine 6900XT, hier haben wir auch 32 GB RAM drin mit 3600 MHz, eine 1 TB Kingston NV1. Gut, die ist nicht so schnell wie die PM9A1, aber ist relativ wurscht, zum Zocken reicht das Dicke. Und kriegt halt für 400 Euro weniger, ne? Also das würde ich auf jeden Fall lassen. Kauft woanders. Wenn ihr jetzt unbedingt dieses fancy Gehäuse haben wollt, dann fragt bei Krotos oder kommt bei uns auf dem Server und sagt, ey, wir wollen da drin irgendwie ein System bauen, pipapo. Wir machen euch da eine Liste, Krotos baut das Ding bestimmt. Also wenn wir ihm das weitergeben, das wird dann ein bisschen teurer, klar, weil es halt in diesem komischen Gehäuse ist. Er hat da selber wahrscheinlich auch keine Erfahrung drin. Gehe ich jetzt mal von aus, weiß ich nicht, vielleicht hat er auch schon drin gebaut. Aber wenn ihr da unbedingt dieses Gehäuse haben wollt, dann kriegen wir da auch eine Config hin. Ansonsten baut es jemand aus der Community. Das ist auch kein Problem. Also hier würde ich auf jeden Fall die Finger von lassen, veralteter Prozessor und für den Preis würde ich so nicht mitnehmen. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.